Patenkind von Mo, dem Ex ihrer Ex-Besten Edith, hat sich Katrin nicht nur zugetraut, sondern sogar sehnlich gewünscht. Hatte er Edith doch auch eins gemacht. Hartnäckig darauf hingearbeitet, hat sie jetzt Mo, sein zweites Kind und eine neue Wohnung in Linz. Ich bin die Katrin und habe es meine eigene Familie. Es war eine Tag- und Nachtaktion, dass wir ausgezogen sind. Also es war wirklich, ich habe mir die Wohnung angeschaut, ohne Mo. Der ist in der Wohnung gezogen, die war so noch nie gesehen. Upsi! Upsi, 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 upsi. Ich wünsche mir, ich hätte die Wohnung früher gehabt, ganz ehrlich. Ja. Also mit der Elara umziehen, es ist stressig. Mhm. Aber wenn dann erstmal alles fertig ausgeräumt, eingerichtet und dekoriert ist, sieht's sicher noch schöner aus. Sie ist groß, sie ist perfekt. Ich hab zwei Kinderzimmer. Aha. Und wir haben einen Balkon. Ich liebe unseren Balkon. Und wir haben viele Spielplätze in der Nähe. Oh ja. Ja, die Kleinen brauchen ihren Auslauf. Auf der bunten Hollywood-Schaukel, 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 schaukel ich mit dir und du. Ja. Neben Katze und trautem Familienglück haben die beiden auch noch eine Freundin. Ebenfalls Jungmutti und gerade samt mitgebrachtem Nachwuchs zu Besuch. Babs ist halt da, weil sie hilft mir beim Kinderzimmer Spielwiesen. Bis sie den weiblichen Touch reinkriegen in das Ganze. Was gibt es Schöneres als Unterstützung von Freunden, die einen richtig gut kennen? Was hier der Fall ist, stimmt's? Wir haben generell sehr innigen Kontakt, weil sie die Ex-Freundin von Mo ist und ihr Freund mein Ex-Freund ist, den kennen wir ja auch alle. Ja, Katrins Ex haben wir zumindest mal kurz als WG-Kollegen von Mo und seiner Ex Edith kennengelernt. Ich bin der Raimund, mein Spitzname ist Bambi. Mo hat mit Edith ja sein erstes Kind und Edith war auch mal eine gute Freundin von Katrin. Niedlich, oder? Jeder steckt in dem Freundeskreis mal mit jedem unter der Decke. Und so haben die ehemaligen Besties Edith und Katrin nun beide ein Mo-Kind. Wir verstehen uns, wir mögen uns, es gibt keine Eifersucht. Also ich hätte sicher keine Angst, dass die zwei da irgendwas hätten. Easy, easy, tamam, tamam. Und ich glaube, die haben auch keine Angst, dass ich irgendwie was mit ihr... Nein, das existiert nicht mehr. Also wird woanders Hand angelegt. Das ist 10 cm, das scheint mir relativ wenig. Das sind nicht 20 cm, nie im Leben. 20 cm ist halt schon ein Es war so falsch, so eine schöne Größe. Wie bitte? Das ist ein schöner Abstand, wo die Wand nicht ganz viel beladen ist und ein schöner Abstand dazwischen hast du. Alles happy peppy bei Katrin und Mo, die eine neue Wohnung in Linz und eine Freundin haben, die samt Baby zu Besuch ist. Kindererziehung wird hier aktuell großgeschrieben. Couchsurfen mit Papi und gleichzeitig ATV schauen klappt schon mal ganz gut. Manchmal ist Mo alles aber fast zu viel. Es ist für mich stressig dadurch, dass ich auch noch daneben auch noch viele Sachen mache. Mhm. Ach, einen Tag in meiner Haut, bitte. Einen Tag, du bitte in meiner Haut. Leben gerne, ihr befummelt mich den ganzen Tag. Aber zurück zum Thema. Wer hat in Sachen Stillen und Co. denn jetzt den größeren Stress? Ich stehe mit der Kleinen schon um 6 Uhr auf. Schon um 8 Uhr auf. Ist das der Haustier? Ich kann dann schon mit der Kleinen Essen machen, Windeln wechseln. Ganz normaler Haushalt? Ja, genau. Ganz normaler Job für eine Vorsatzfrau. So, wenn die Kleine schläft, rahme ich die Wohnung ein. Ja, normal. Das verlange ich. Ja, du bist die Hausfrau. Das verlange ich. Boah, ich bin so froh, dass ich einen Balkon habe, dass ich dich dann nur für abschmeißen kann. Ach, da fliege ich nicht weiter. Boden ist ganz nah. Ich glaube, wir machen mal einen Themawechsel, weil sonst der Schlag ihn halt noch. Mo aus Linz hat bereits zwei Kids. Eins mit Ex Edith, eins mit seiner neuen Katrin. Das große Thema in der Beziehung, Katrins Brust. Also stilltechnisch und so. Das ist übrigens eine Jungmami-Freundin, die samt ihrem Butzerl auf Besuch und ebenfalls eine Mo-Ex ist. Ich hab's knappe 3,5 Monate geschafft, dass ich die Lara still. Ich hab lang
nur nachprobiert, ob es meinen Busen nimmt. Zweimal knuckelt, Gel, Wickerdraht, bisseln. Dann haben wir gesagt, ja, fangen wir mit dem Flaschler. Also das erste Mal habe ich sogar unter Tränen gegeben, weil ich halt voll die Stimmmama war. Also ich habe immer gesagt, ich stütte eh Lara, mindestens ein halbes Jahr. Sie haben selber abgelehnt, somit habe ich es dann auch bleiben lassen, weil ich gesagt habe, ich kann sie nicht dazu zwingen, wenn sie nicht mehr will. Na, da gibt's doch sicher einen, der deine Brust nicht ablehnt. Katrin will nun mit Moos Ex die neue Wohnung fertig einrichten. Weil das war, wie gesagt, dann eben das Kinderzimmer. Aber durch das wieder ein Chloe, wieder ein Lara da drin schlafen, da hat ich persönlich dabei einfach die Spielwiesen draus machen. Für alle, die es vergessen haben, Chloe ist eben Moos Erstgeborene von dessen Ex Edith. Ich liebe meine Frau nicht mehr so wie früher, sondern ich vergötter es eher mehr. Was sich schnell änderte. Katrin wurde Moosprinzessin und schwanger. Die Beziehung zu Edith war aus, die Stimmung schlecht. Ich diskutiere mit dir nicht. Ich hab lediglich gesagt. Die Wogen glätteten sich. Waffenstillstand. Mo durfte sein Töchterchen Chloe wiedersehen. Alles gut? Wenn Chloe dann da schläft, schläft die Lara nur bei uns im Zimmer. Weil ich das einfach nur nicht kann, dass ich die Lara allein im Zimmer schlafen muss. Ich weiß nicht, was ich da für einen Vogel habe, aber ich kann es persönlich noch nicht, weil durch meine Fehlgeburt habe ich trotzdem immer noch Angst vor einem plötzlichen Kindstod. Katrin war nämlich auch schon mal von einem Ex schwanger, verlor das Kind aber noch vor der Geburt. Ein einschneidendes Erlebnis, das sie prägte. In der 7. Woche ist verstorben, aber erst in der 11. draufgekommen, dass was nicht passt und erst in der 11. dann rausgekriegt. Ja. Per Kirurgisch. Und du hast dein Fleisch und Blut verloren und man macht sich sehr schnell selber Schuldgefühle. Tut sehr weh. Tut sehr weh, aber man muss trotzdem sagen, nach vorne blicken, sagen, jetzt bin ich schwanger geworden. Und zum Glück gab es diesmal ein Happy End. Der ist und bleibt immer da, der plötzliche Kindstod. Der ist, und den haben wir einfach bis zu einem Jahr. Und ich will ganz ehrlich gesagt nicht nur ein Kind verlieren. Die Lara ist mein Ein und Alles. Würde ich das verlieren, für mich wird die Welt untergehen. In Linz wird bei Katrin genagelt, gehämmert. Also es werden Nägel in die Kinderzimmerwand geschlagen, um hübsche Dinge aufzuhängen. Herzig, nicht? Es hört sich besser an, aber es ist der Elara gewidmet. Man darf halt doch nicht vergessen, Elara ist mein Kind. Chloe nicht. Sie ist Moos Erstgeborene mit Edith. Die kleine Elara hat er Katrin auf deren Drängen erst später geschenkt. Unter Moos Frauen herrschte bis vor kurzem Krieg. Ich bin Edith und der Erzeuger von meiner Clan kann mir gestohlen bleiben. Die Frau ist für mich absolut Geschichte und Chloe ist halt maximal eine Stieftochter. Und dadurch, dass die Lara halt doch 24/7 da ist und Chloe halt nur die Besuchszeiten, ich kann nicht immer dafür sorgen, dass Chloe da immer voll im Vorderpunkt steht. Und ich kann nicht die komplette Wohnung für Chloe da einrichten mit meiner Prinzessin, meiner Liebling, keine Ahnung was, weil sie ist eh nicht da. So gehört halt der Elara sicher ist für beide das kleine Prinzessin gedacht, weil sie sind beide Prinzessin. Aber durch das meine Prinzessin umsteht, ist Elara, weil Chloe ist halt nicht meine Tochter, sondern die Moos eine. Ich habe ganz andere Gefühle zu Elara, wenn sie ist meine Tochter. Wer das nicht versteht, ja leid, dann tat's mal leid, dann tat's weiter mit euch ein Shitstorm, ist mir schon mittlerweile wurscht, sag ich, wie es ist. Shitstorm? Wo? Auf der Facebook-Seite zu Teenager werden Mütter? Bitte, nicht schon wieder. Außerdem zerreißt man sich im Internet das Maul ja nur über Sonderbares. Ich habe gesagt, wenn dann beide Betten da sind, wenn das wirklich ein Kinderzimmer wird und nicht nur Spielwiesen, kommt über jedes Bett ein Ladel hin, wo ich dann von der Elara das erste Bild von ihr rein tue, ihren ersten Fopper, ihre Nabelschnur lege ich hin. Und wenn dann Elara mal groß genug ist, kann ich sagen, deine Nabelschnur. Viel Spaß damit. Keine Ahnung, was dann damit tut. Aber ich sage jetzt, wenn sie in meinem Alter ist und vielleicht selber schwanger ist, dass ich da stehe, hey, du, das ist sogar deine Nabelschnur. Ich mein, falls sie sagen, sie kann es noch mal sagen und sagt, Mama, das ist widerlich, gib das weg. Dann verstecke ich es in meinem Nachkasten.